Am Mittwoch hat der Verein bekannt gegeben, dass Dimitrios Kramotzes seine Laufzeit bei den Lilien nicht verlängern wird. Er hat den Einjahresvertrag ausgeschlossen und wir wollen uns heute mal bei den Fans beim Spiel gegen Heidenheim informieren. Was denken dann die Fans darüber? Also ich fand es, also es hat mich auf jeden Fall überrascht, die Nachricht. Und ich kann es auf jeden Fall von Kramotzes Seite nachvollziehen, dass der mit so Bedingungen da vielleicht kein Vertrauen spürt oder so. Ich kann es von Vereinsseite, kenne ich ja jetzt nicht so die Hintergrundinformationen, aber da wird es die Gründe für geben. Und ich finde es nicht gut, weil Kramotzes für mich ein guter Trainer ist, aber ich kann es von Kramotzes Seite verstehen und von Vereinsseite eher weniger, aber es wird seine Gründe geben. Ja, das war im Prinzip absehbar gewesen für mich, dass es zu keiner Vertragsverlängerung gekommen ist. Und ja, mit Einjahresvertrag halte ich eigentlich für gut und sinnvoll, weil die Darmstädter haben schon viele, Fehler können wir nicht sagen, aber gerade mit den früheren Trainern, wo die Verträge lang waren und ja, also da muss ich sagen, da gebe ich dem Verein recht mit einem Einjahresvertrag. Also ich denke, daraus daher kommt, dass der Kramotzes ewig gebraucht hat, um irgendwas mit seinem Vertrag anzufangen, war das jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen absehbar, dass da auf jeden Fall was im Argen liegt. Und ich finde es allerdings falsch, dass man ihm jetzt nicht mehr als einen Einjahresvertrag zugestanden hatte. Ich denke, gerade aufgrund der letzten Situation, ich glaube, in den letzten 10 Spielen haben nur Heidenheim und Bielefeld mehr Punkte geholt als wir. Deswegen hätte man ihm auf jeden Fall einen 2-Jahres-Vertrag mindestens mal anbieten können. Ich kann allerdings auch verstehen, aufgrund der vorangegangenen Situation, dass wir Frings und Schuster ursprünglich nochmal auf der Paylist hatten, dass man ihm nur den 1-Jahres-Vertrag angeboten hat. Allerdings, ich bin eher auf Seite von Kramotzes und bin auch der Meinung, dass das ein Fehler ist. Ein Trainer, wo jetzt in der ersten, zweiten Liga war, wird schwierig dann einzubekommen für einen Einjahresvertrag. Ich muss sagen, man liest zwar im Internet Jürgen Klinsmann, lehne ich aber gerne lachend ab. Aber ich habe da keinen Favoriten. Das Hauptsache ist ein gescheiter Trainer, der auch die Mannschaft weiter nach vorne pushen kann, weil das Potenzial ist ja da. Ich habe jetzt noch keine Gerüchte gehört, aber es gibt ja ein paar Trainer am Markt, aber ich weiß jetzt keinen genau, wer es werden könnte. Keine Gerüchte gehört, ja.